Experte im Studio, Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gedenken an die Opfer und Trost für die Hinterbliebenen. Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Staatsakt im Kölner Dom haben heute etwa 1400 Trauergäste Abschied genommen von den Opfern des Germanwings-Absturzes in den französischen Alpen. Unter den Gästen waren auch Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel. Bei dem Unglück waren am 24. März 150 Menschen ums Leben gekommen. Passiert. In Berlin haben sich auch sehr viele Künstler mit dieser Initiative befasst, wahrscheinlich freiwillig, zum Beispiel das Peng-Institut oder die Peng-Künstler hier in Berlin. Das sind Menschen, die eben auch dazu auffordern.